So, hallo, wir machen weiter. Bei Binding of Isaac, Repentance und letztes Mal haben wir den letzten Greed Run, der uns noch gefehlt hat, nachgeholt. Theoretisch fehlen jetzt halt noch ganz viele Ultra Greed Runs, ne? Aber das ist wie mit dem Hard Mode. Ich verzichte dankend. Wir machen erstmal, wir machen, also, wenn ich mich irgendwann mal mit Hard Mode beschäftigen sollte, ich habe ja teilweise schon ein paar Hard Ones gemacht, so ist es ja nicht, ne? Aber im Moment geht es jetzt ja im Let's Play erstmal vor allem darum, ich weiß, ihr seht noch nichts. Im Moment geht es jetzt im Let's Play ja vor allem erstmal überhaupt darum, dass wir die ganzen neuen Sachen sehen. Und wir haben noch nicht alles gesehen, denn was wir bisher ja gesehen haben, ist, dass es jetzt hieß, Isaac and es his ist eine neue Tür in den Devs erschienen. Ich kann da mal kurz hin zurückspringen. Das müsste jetzt bestimmt unter den Stats zu sehen sein. Wenn ich hier die Secrets anklicke, dann ist da jetzt irgendwo, genau, a strange door has appeared in the Devs. Und ich habe. Das Spiel hat sich mal wieder geschlossen. Das ist stabil. Ja, cool. Und ich habe keine Ahnung, was diese Tür sein soll oder wie man die aufmacht oder wo die herkommt, aber es gibt also natürlich noch viele, viele Sachen zu entdecken und entsprechend schätze ich mal, werden wir das vielleicht rausfinden, wenn wir einfach einen neuen Run starten. Also mein Ziel für den Part wäre eigentlich gewesen, wenn jetzt das Spiel mal starten würde. Danke. So, wäre eigentlich gewesen. Ich gehe jetzt da nochmal hin. Ich wollte euch das, wie gesagt, zeigen. So, hier. Die Tür. Wäre eigentlich gewesen. Ansonsten hier, da ist jetzt so nichts weiter, was. Na, da muss ich jetzt irgendwie ganz weit scrollen, bis ich da das nächste Upgrade finde. Das ist halt ganz komisch sortiert. Mein Ziel wäre jetzt einmal einen Run zu machen mit den Kollegen hier, weil mit denen haben wir noch keinen normalen Run gemacht. Mit Bethany haben wir schon mal einmal bis zur Kathedrale gespielt. Mit Bethany könnten wir jetzt auch noch einmal bis hier bis zum Darkroom spielen. Aber ich würde jetzt erstmal mit den beiden versuchen, zur Kathedrale zu kommen. Ach, zur Kathedrale, zur Chest meine ich natürlich. Vielleicht sehen wir dabei zufällig schon, was es mit dieser merkwürdigen Geschichte mit dieser Tür auf sich hat. Na, man weiß es nicht. So. Also, schauen wir mal. Dann sehen wir schon. 10 Münzen sind doch schon mal ein guter Start. Damage Up ist auch schon mal ein guter Start für Jakob. Eine Tür, die ich nicht öffnen. Ein Schlüssel, den ich nicht öffne. Eine Kiste, die ich nicht öffnen kann, ist kein so guter Start. Okay, wir können mal das Dreierding hier holen. Mache ich mal ganz vorsichtig. Nur mit ihm, dass wir hier nicht in irgendwelche Sachen reinlaufen und irgendwas kaufen, was wir nicht wollen. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. So. Haben wir jetzt halt doch was gekauft, was wir nicht wollten. Muss ich mitleben. Okay. Dann schauen wir erstmal weiter, was die Ebene uns noch so bietet. Ein Treffer, der nicht. Oh mein Gott, war der Treffer unnötig. Okay, das ist mein Schlüssel. Das ist doch schon mal was. So. Okay, wir haben drei Bomben. Wir haben zwei Möglichkeiten für den Geheimraum. Wir können beide ausprobieren. Denn ich opfere ja nur eine Bombe. Ich opfere ja nur eine Bombe und. Oh, wait, wir haben nur eine Möglichkeit für den Ge. Ich brauche eigentlich die andere Bombe gar nicht setzen. Also diesmal kann ich. Also, ich weiß, ich kann mit den Charakteren zwei Bomben setzen, ne? Aber diesmal brauche ich das gar nicht, weil er kann eigentlich nur hier sein. Jo. Nice, 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 nice. So, netter Stuff. Der andere Geheimraum ist schwierig. Der andere Geheimraum ist schwierig. Der ist nicht so dieser typische zwischen drei
Dingern liegende Geheimraum, sondern der ist einfach so da. Aber du kriegst mal noch ein blaues Herz. Nein, du nicht, der andere. Genau du. Du kriegst mal noch ein blaues Herz. Wir können eine Sache probieren. Er könnte hier sein und dann würden wir den Typen hier gleich mitnehmen. Yes. Und dann gibt's hier. Wie komme ich denn? Da komme ich nicht ran. Da komme ich nicht ran. Da käme ich ran, wenn ich fliegen könnte. Kann ich nicht. Und das ist jetzt ja dumm. Aber lasst uns mal eine Sache probieren. Schaffen wir es, die beiden Feuer zu sprengen? Ja. Aber, oh mein Gott, das war doof. Aber wir kommen nicht ran. Wir kommen an das Item nicht ran. Oh, ist nicht mal ein blaues Herz rausgekommen. Jetzt habe ich mich einmal getraut, da zu sprengen und dann bringt es mir nichts. Ja, aber wir kommen nicht ran. Oh, das ist ja richtig fies. Vielleicht lernen wir noch fliegen. Glaub's zwar nicht. Welches? Gäbe es ein Boss-Item, was mich fliegen lässt, jetzt schon in der Ebene? Ich wüsste nicht. Na, das wird nichts. Wir werden nicht fliegen lernen. Schade. Schade, Schokolade. Macht nichts. Ist so. Weiter geht's. Nee, das, Wir müssen ja auch schauen, dass wir vorankommen. Na, ich will jetzt hier nicht mich wieder ewig lange aufhalten in den oberen Ebenen. Ich werde mich schon so lang genug aufhalten in dem ganzen Uran. So, tschüss, Kowski. Tschüssi, tschüssi, tschüssi. Du nimmst einmal das mit und wir gehen weiter. Okay, zwei Schlüssel haben wir dafür. Können wir reingehen? Sehr nice. Sehr nice. Das ist immer fantastisch. Goldenen Schlüssel in den Räumen zu finden, das ist es immer komplett wert. So, und jetzt müssen wir natürlich darauf achten, dass Jakob nicht getroffen wird wegen Chance auf Devil Deal, die wir gerne in einen Angel Deal beim nächsten Mal umwandeln wollen würden. Na, ihr kennt das Spielchen. Deswegen muss ich jetzt auch gut nach Steinen Ausschau halten, die mich eventuell glücklich machen würden. Na, das macht mich jetzt überhaupt nicht glücklich. Aber kann man natürlich mitnehmen, weil es gewisse Bosse one-hittet. Aber das war's dann auch schon. Das ist. Dieser Ra. Diesmal habe ich reagiert. Diesmal habe ich reagiert. Du Scheißraum. Oh mein Gott. Ey. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich in dem Raum nicht Schaden genommen habe. Ich glaube, das ist wirklich, es ist seit langem zumindest, ist es das erste Mal. Vielleicht nicht das allererste Mal, aber seit langem. Was ist das heute? Ständig sind mir diese blöden Steine im Weg. Das ist so frech. Ist eigentlich egal, wer die Stopwatch mitnimmt, ne? Wichtig ist, dass wir sie mitnehmen. So. Das wäre natürlich auch eine Geschichte. Blaue Herzen zu roten Herzen machen. Das wäre natürlich auch eine Geschichte. Wenn wir noch mehr Münzen zusammenkratzen sollten, irgendwie, könnten wir da rangehen. Müssen wir mal abwarten, was uns so der Geheimraum erzählen wird. Und ob wir noch mehr Bomben für den bekommen könnten. Weil jetzt gibt es leider ein paar mehr Möglichkeiten für den Raum. Okay, ich sehe was. Ich sehe eine Sache, die ich auf jeden Fall gleich nutzen werde, möchte. Aber dafür muss ich erstmal hier die Gegner besiegen. Erstmal macht ihr einen Abflug. Okay, jetzt ist alles chillig. Jetzt jagen wir zumindest die Sachen in die Luft, die ich nicht verschieben kann. Aber da ist nämlich ein Fass. Das kann ich verschieben. Da unten ist Le Boss. Das heißt, entweder ist hier ein Geheimraum. Nee, Quatsch, da ist kein Geheimraum, da ist.
Oh, wir könnten uns, wenn wir Glück haben, in den Stachelraum sprengen. Oh, es sind zwei Fässer hier zum Verschieben. Das ist gut. Dann kann ich das auch mit zwei Fässern testen. Dann könnte nämlich hier ein Geheimraum sein. Oder hier. Vorsichtig verschieben. Vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. So. Okay. Dann testen wir den hier. Nice. Nice. Das kriegst du sofort mit. Und dann testen wir noch. Ich hoffe, dass das nicht irgendwie durch Rumschieben explodieren kann. Das wäre aber ziemlich dumm. Okay, das verschiebt jetzt er mal alleine. Da wäre ich ja bekloppt, wenn ich das mit dem anderen... Okay, vielleicht schieben es doch beide. Schieb! Schieb! Warum ist das so stressig, das zu verschieben? Was ist das denn? Das war blöd. So, kommt mal wieder zusammen, ihr zwei. Und dann schiebt mal zu zweit hier. Darüber. Ich will diesen Raum testen. Ich will diesen Raum testen. Ich will hoffen, dass ich mich in den Stachelraum sprengen kann. Das wäre... Es ist eigentlich sehr offen... Es ist eigentlich die einzige wirklich echte Möglichkeit für einen guten Geheimraum. Wenn er den Regeln folgt von Geheimräumen. Und das könnte bedeuten, dass wir noch was im Stachelraum ergattern können. Und zwar ohne unsere Herzen zu opfern. Come on! Geh da hin! So, und zack! Nice! Okay, 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 okay. Jetzt wichtig. Hier eine Bombe. Und hier eine Bombe. Du bleibst da, du bleibst da. Ich gehe hier hin, so. Dann hier öffnen. Noch ein blaues Herz, das nimmt nochmal Jakob mit. Jetzt haben wir im Moment keine weitere Bombe für den Spaß hier, aber das kann ich jetzt nicht ändern. Ja, ich konnte ja nur eines öffnen. Ah, blöder Raum. Aber zum Glück ohne Kosten reingegangen und somit nicht das Schlimmste. Nutzlos, komplett nutzlos, aber nicht das Schlimmste. Okay, so 10 Münzen haben wir. Wenn wir noch 5 Münzen irgendwie zusammenkratzen würden, könnten wir hier uns das Ding holen. Das wäre schon sehr nice. Weil damit würde ich Esos Stuff einfach mal so ein bisschen hochpowern. Aber gut, vielleicht gibt es beim Boss noch Münzen, ansonsten habe ich Pech gehabt. So ist es. Oh, du bist es. Okay. Nützt es bei dir irgendwas? Nein, es nützt bei dir gar nichts. Na gut. Dann einfach voll drauf die ganze Zeit. Nee. Nicht, nein, 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 nicht treffen lassen. Es ist alles in bester Ordnung. Hilfe. Hilfe, okay. So. Nein, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Uah. Ich bin so viel mit Ausweichen beschäftigt, ne? So, aber das war's jetzt. Nein, jetzt macht er nochmal den Quatsch. Komm, mach dich weg. So, okay. Aua. Gut, ein HP ab würde ich jetzt erstmal Esso gönnen. Das sind, glaube ich, sogar 2 HP. Ne, ist ein HP ab. Never mind, hab nichts gesagt. Wir gehen gar nicht rein, weil wir ja auf den Satan-Deal, auf den Angel-Deal spekulieren. Gut, kann ich noch hier irgendwas tun? Ja, ich kann das Herz noch auffüllen von Esso. Oh, da ist noch ein Fass. Das könnte ich noch sprengen. Vielleicht ist noch ein Trinket drin. Kein Trinket. Okay, aber jetzt kann ich wirklich nichts mehr tun. Wir haben alles getan, was wir tun konnten. Okay. Dann. Wir können noch einen Schlüssel kaufen, aber wir haben 3 Schlüssel für die nächste Ebene. Das passt schon. Oh, hier können wir noch kaputt machen. Okay. Dann weiter im Programm.
Okay, das macht Jakob alleine. Nachdem Esso ihn vorbeigelassen hat. So. Hui. Und stopp. Hui. Okay. Huch. Sehr schön. Da gibt es gleich den Shop. Da werden wir auf jeden Fall reingehen. So langsam könnte es ja auch passieren, dass wir einen Bosskampf im Shop bekommen. Besser jetzt als später. Haben ja gerade schon ein cooles Item gekauft. So. Bombe. Okay. Sehe jetzt im Moment hier keine wirklichen Kaufoptionen, also keine sinnvollen Kaufoptionen. Das blaue Herz, klar, wenn wir blaue Herzen verlieren sollten, ist das blaue Herz eine gute Idee, um wieder drauf zu kommen auf das Blau, auf die blauen Herzen, aber im Moment wäre es jetzt nichts, was ich kaufen würde. Nicht, wenn es notwendig wird. Aber nur, wenn es notwendig wird, so rum. Ich laber schon wieder Scheiße. So, weiter hier. Zurück hier. Nach oben hier. Okay. Geh mal da hinten hin. Ja, lasst euch mal genau da sprengen. Ja, schade. Hier will ich sie sprengen. Zu gucken, ob da was sein könnte. Nee, kann eigentlich nicht. Wobei, doch, kann schon. Ah, hat nicht hingehauen. Ja, scheiß drauf. Da ist mein Stachelraum. Oh, das wäre so gut, wenn da unten der Geheimraum wäre. Aber das müssen wir erst von den anderen Räumen her checken. Dann könnte ich wieder umsonst rein. Seht da oben einen blauen Stein? Ja, schon ist einer, ne? Ist einer. Dann springen wir einmal so, dass wir den Pilz mitnehmen. Weil, warum nicht? Wenn wir schon zwei Bomben haben. Usen wir sie auch. So. Eine Karte. The World. Okay, The World ist nicht schlecht. Aber im Moment nichts Nützliches. So, jetzt ist, kommt es drauf an, was der Raum erzählt. Oh! Und der Raum spricht schon mal nicht dagegen, dass hier oben was sein könnte. Dann werden wir auf jeden Fall das gleich mal austesten. Beziehungsweise wir warten mal noch das Item dieser Ebene ab. Vielleicht ist da ja noch irgendwas Brauchbares. So, jetzt erstmal Shift und Space für Pille. Okay. Der ungünstigste Zeitpunkt, um Full Health einzusetzen, aber wenn man es nicht weiß, weiß man es vorher nicht. So, dann haben wir hier noch den Raum. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir hier doch mal eine Bombe. Allerdings, ich würde es fast erst machen, wenn ich zwei Bomben habe, weil ich will mich am Ende in den Geheimen. Nee, ich habe ja gesagt, ich warte das Item ab. Ich bin schon wieder dumm. Ich bin schon wieder komplett dumm. Yo! Alles klar. Alles klar. Jetzt ist natürlich die goldene Frage. Kann ich jetzt hier mit meinen zwei Kollegen so sinnvoll sprengen, dass es auch tatsächlich beides funktioniert? Moment, so hier. So müsste ich doch jetzt. Wieso hat es den jetzt nicht da drauf gesprengt? Wieso hat es den jetzt nicht hier. Warum kann ich jetzt nicht drei Bomben holen? Wahrscheinlich, weil die erst. Ja, okay, die ist explodiert und dann hat es die mitgeritten. Ja. Ich wollte schlau sein, ich war nicht schlau. Okay, der muss unbedingt hier oben explodieren. Du musst hier explodieren. Nein? Oder hier unten? Hier unten darfst du auch explodieren. Nein! Och Mann, scheiße.
Ach, ist das dumm. So, das ist die Sache, dass die Gegner in Dings explodieren. Das ist egal, wer es mitnimmt. Kann man in jedem Fall mitnehmen. Oh, ist das dumm. Jetzt habe ich meine Bomben versaut. Scheiße. Oh nö, jetzt kriege ich das nicht mehr zusammen mit den Bomben. Ist doch jetzt nicht euer Ernst. Eine Bombe. Okay. So, jetzt setzen wir die Bombe hier ein. In der Hoffnung, dass beide Kisten mir was bringen werden. Das ist schon mal gut. Eine weitere Bombe auf jeden Fall. Yes, zwei Bomben. Okay, sehr gut. So. So, ich dachte halt, ich kann, aber ja, wenn ich es von hier aus mache, müsste es aber funktionieren. Ich stelle ihn jetzt hier hin. Ich laufe hier hin. Jetzt müsste es doch wirklich funktionieren. So, die eine Bombe sprengt den einen Felsen weg, dass der mir nicht mehr im Weg ist, und die andere Bombe sprengt den Felsen auf die Lücke. Ja, so war eigentlich der Plan. Na gut. Eine Bombe verschwendet, aber ich hab's verstanden. Gut. Oh, ich habe The World liegen lassen. Das ist natürlich nicht so klug. Komm mal mit. Nicht, dass ich die noch vergesse nachher. So, hier ist nichts. Es ist egal, von wo wir uns reinsprengen in den geheimen Raum. Es ist egal. Hier gibt es einen Schlüssel. Dann sprengen wir jetzt so, dass alles ein bisschen in die Luft fliegen kann. Ich denke, so kriegen wir es ganz. Ich denke, so müsste es ganz gut funktionieren. Jo. Eine Pille, die wir noch nicht kennen. Let's go. Okay, wir haben jetzt die Telenpillen auch erkannt, wo die sind, wie die aussehen. In Ordnung. Gehen wir noch in den Stachelraum. Ohne Kosten. Okay, auch gut. Auch gut. Du stellst dich dahin. Ich gehe einmal hier rum. Dann legen wir eine Bombe. Ich bin dumm. Ich bin immer so doof, dass ich dann da weg ins Feuer rein. Es ist, naja. Okay, jeder kriegt ein blaues Herz. Okay, zweimal die gleiche Pille. Jakob testet wieder die Pillen aus. Und wenn es eine gute ist, dann kriegen beide eine. Aber erstmal muss Jakob die austesten. Nein, die werden wir nicht nochmal verwenden. Die bekommst du nicht, Esso. Sei froh, dass du nicht Jakob bist. Okay. Gut. Ich kann nichts aufladen. Ich kann nur noch zum Boss. Ah, ich kann auch in den Shop. Was gab's im Shop? Oh, ich war gerade ein bisschen hektisch wegen den Dingen da. Ich kann noch in den Shop gucken. Da gab's dieses. Was war denn dieses lila Kästchen? Das ist irgendwas, was auch ein normaler Charakter hat. Glaube ich. Ich habe das schon Millionen Mal gesehen. Aber jetzt schon länger nicht mehr. Und deswegen weiß ich es auch nicht mehr, was es tut. Ach ja, Mom's Box. When used, drop a random trinket on the ground. Solange man es hat, verdoppelt es den Effekt von Trinkets. Ich meine, wir haben noch kein Space-Bar-Item für Jakob. Und es könnte halt coole Trinkets geben. Vielleicht nehmen wir es doch mal mit. Ne? Ich meine, was man hat, hat man. Außerdem macht es plus ein Luck. Schauen wir mal. Ja, okay. Im Moment ist es nicht effektiv, aber sollten wir jetzt zufällig irgendwann zwei Bomben und noch zwei Münzen haben, dann haben wir kurzzeitig ein Stat-Up. Ist jetzt nicht das geilste Trinket, aber was soll's. Ist halt ein Trinket. So. Okay. Der andere Geheimraum. Ich hätte eine Vermutung. Aber es könnte halt auch komplett falsch sein, aber ich würde sagen, die Bombe dafür opfern wir einfach mal. Ja, okay. Dann nicht.
Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen blauen Stein. Das wäre sehr ärgerlich. Nein. Okay, wenn wir jetzt hier gut kämpfen. Ich probiere es einfach mal. Vielleicht kann ich ja damit das erreichen. Wenn wir jetzt hier gut kämpfen. Dann bekommen wir einen Angel Deal. Zu 33%. Wenn wir schlecht kämpfen, wird die Prozentzahl natürlich runtergehen. Was wir nicht hoffen wollen. Ich mag das nicht, dass man diese lila Kugeln nicht loswerden kann. Aber dafür sind die zum Glück recht langsam. Es sind halt nur recht viele. Yikes. Ich meine, noch kann ich getroffen werden, so ist es nicht, ne? Ich habe ja einige blaue Herzen, die mich schützen, also das ist okay. Nice. So, du musst noch weg. Und dann freuen wir uns eine Runde. Bitte über den Engelraum! 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 Schade. Okay, wer bekommt die Spritze? Esso bekommt die Spritze. Damage und Range up. So. Ja, dann weiter im Programm. Hier kann ich sonst nichts weiter tun, ne? Haben alles gesehen. Darf nicht zu lange die Taste drücken. Ah, Quatsch, das ist die richtige Taste. Nee, nee, passt schon. Ich hab falsch gedacht. Alles gut, ich habe falsch gedacht. Und hier aufladen kann ich auch nichts. Würde sagen, wir haben alles gemacht. Schlüssel haben wir auch dabei. Für den Itemraum, den nächsten, passt schon. So, Flooded Caves Nummer 2. Okay, die sind zum Glück gerade. Das dürfte also kein Problem hier darstellen. Ah, easy. Und gibt wieder die Telepille. Die kann ich erstmal mitnehmen. So, wäre zum Beispiel eine Idee, wenn wir jetzt nicht einen anderen Weg in den Geheimraum finden sollten diesmal. In den Geheimraum, in den Stachelraum finden sollten. Von hier aus geht es schon mal nicht. Das heißt, wenn es von hier aus auch nicht geht, müssen wir so oder so einfach mal reingehen. Könnten wir uns raus teleportieren. Ja, von hier aus geht es auch nicht. Okay. So, Jakob bleibt wieder, Quatsch, Esso bleibt wieder stehen. Und du läufst eine Runde spazieren. Ah, ach, das ist ja blöd, wenn man den steuert eine Zeit lang. Dann lässt er einfach sein Zeug fallen. Das will ich eigentlich auch nicht. Das wird nämlich dafür sorgen, dass ich manchmal die Sachen einfach dann vergesse. Sehe ich schon kommen. So, neues Trinket. Yo, das Curved Horn. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Vor allem ist es jetzt ja ein stärkerer Damage ab. Weil ich ja die Box noch halte. Ah, oh, ist okay. Kann man mit, kann man machen. Ich würde sagen, Jakob, Esso geht durch. Weil, wenn Esso durchgeht, dann haben wir hier gleich Geld rumliegen. Außen. Das ist okay. Gabi, 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 Item, Gabi, Item, Gabi, 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 Item, Gabi, Item, Gabi, Item. Gabi, 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 Item. Nehmen wir mal mit. Ist auf jeden Fall besser als dieses Flooding-Viech da. Schauen wir mal. Wenn es zu knapp wird mit seinen Energiedingern, kann ich zumindest die roten Herzen noch verwandeln. Und es ist ein Gabi-Item. Genau, jetzt habe ich nämlich die Münzen hier mit eingesammelt. Es waren leider nicht so viele, wie erhofft, aber es ist okay. Besser wie nix. Ach so, er hat ja noch gar kein Trinket. Er könnte natürlich jetzt auch noch ein Trinket mitnehmen. So, das nützt zwar nichts, aber er hat jetzt auch noch ein Trinket dabei. Bevor ich das Trinket gar nicht mitnehme, ist das ja Quatsch. Also nochmal, dieses Trinket, dieses Equality löst sich dann, setzt sich dann sozusagen ein, mit Status-Upgrades, wenn Münzen gleich Bomben gleich Schlüssel von der Anzahl her gilt. Und das ist eigentlich relativ selten, sag ich mal, der Fall, weil sobald du irgendwas machst, hast du ja auch die Anzahl wieder weg. Deswegen ist es für mich jetzt nicht so das sinnvollste Trinket. Okay, hier ist nichts mehr. Bis auf den Schlüssel, den könnte man sich mit einer Bombe holen. Aber ich sehe jetzt hier zum Beispiel auch keinen blauen Stein, der es wert wäre, hier nochmal unbedingt reinzukommen. Nee, so sehe ich erstmal hier keine große Begründung. Wenn wir nicht eine goldene Bombe finden, wird dieser Schlüssel hier liegen bleiben. Oder 99 Bomben oder sowas bekommen. So, jetzt gleich nach diesem Raum vielleicht ein neues Trinket für Esso, weil alles ist besser als Equality, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall setzen wir es ein. Ja. Der Goat-Hoof ist auf jeden Fall besser. Vor allem gibt er ja beiden einen Speed-Up. Und durch das Effekt von Moms Box ist er nochmal doppelt so stark. Sehr schön. Also Curved Horn und Goat-Hoof auf jeden Fall nice Trinkets, wenn sie vor allem durch den Effekt nochmal verstärkt werden. Kann man so anbieten. Du machst einen Abflug. Und wir auch. Hier ist nichts weiter für uns zu sehen. Nicht meine Lieblingsgegner, aber sollte... Ich wollte gerade sagen, sollte funktionieren, ohne getroffen zu werden. Dem war nicht so. Ärgerlich, aber was will man tun? Damit ist ein blaues Herz weniger bei Jakob zu sehen. Okay, da ist der Shop und... Ah, jetzt wird's blöde. Jetzt wird's kritisch, aber wir haben zum Glück genug Schlüssel. Also wir können es auf jeden Fall probieren. Einmal hier reinzugucken. Okay. Gibt viele Münzen. Das ist in Ordnung. Das ist sehr in Ordnung, weil dann ist jetzt auch der Shop wieder lohnenswert. Ja, und ich sage ja, irgendwann musste dieser Kampf noch kommen. Aber auch das ist lohnenswert, weil wenn der jetzt zum Beispiel sowas wie Steam Sale droppen würde, dann würde das ja am Ende... Ja, okay, er droppt einen Schlüssel, aber auch das ist okay. Und wir haben schon wieder ein neues Trinket zur Verfügung. Das ist nichts, was wir mitnehmen wollen. Okay. Der Raum ist ziemlich useless, aber vielleicht droppt er noch irgendwas Schönes. Getroffen werden wir in dem Raum auf jeden Fall nicht. Das kann ich jetzt schon versprechen. Getroffen werden wir in dem Raum nicht. So, das war sehr, sehr nützlich, dieses Item. So, aufpassen, nicht in die Schüsse reinlaufen. Ach, und ich Doofkopf habe mich nicht rausgeportet aus dem Stachelraum, wie ich es angekündigt habe, aber es ist egal. Passt schon. Passt schon. Bin doof. Alles gut. Man kennt's. So, ein bisschen mehr zusammenkommen. Ja, also wenn man mal so ein bisschen mit denen gespielt hat, dann checkt man die schon besser. Vor allem war ja mein Problem, dass ich Jakob nicht nach oben steuern konnte einzeln. Aber das lag ja an meiner Tastatur. Also das Problem haben wir ja gelöst. Man ist erstmal überfordert von den Charakteren, aber die sind schon interessant. Wieso wird der nicht getroffen jetzt? Ja, komm, ich bin zu langsam, Spiel, sag's halt gleich. So, da ist dann der Itemraum. Okay, die Fliegen sind auch kein Problem. Die zerfetzen sich einfach von selbst. Schöne Sache. Schlüssel rein da. Nice. Die Frage ist, wer bekommt's? Ich würde sagen, Isso bekommt das Ding. Durch den Goat-Hoof sind wir ja sowieso noch recht fix. Das heißt, der Speeddown ist nicht so dramatisch. Und er hat jetzt auch drei rote Herzen. Schöne Sache. Und da ist dann schon der letzte Raum. Jetzt haben wir bisher zum Beispiel noch nicht den Geheimraum geklärt. Aber ich bin ganz ehrlich, ich meine, einer könnte... Nee, hier unten ist... Boah, nee, ist schwierig. Also... Ja... Ja, er wäre hier oben denkbar. Okay, da drüben wäre er nicht denkbar. Da drüben ist er auch schon ausgeschlossen gewesen. Da ist er auch ausgeschlossen. Eigentlich gibt es nur eine Möglichkeit und ich habe eh zwei Bomben. Die Frage ist, wo zünde ich sie? Ich zünde sie irgendwo, wo ich noch Pilze vielleicht in die Luft jagen kann. Da ist ein Pilz. Dann zünden wir sie hier. So, ich muss nur aufpassen. Bombe zünden und einfach nach unten laufen. Das sollte gut gehen. Sonst ist hier nichts, was ich sprengen sollte, ne? Nö, aber das sollte gut gehen. Yes. Jo, gibt eine Münze. Why not, ne? Why not? Kann man mal machen. Kann man mal machen. Und wir haben schon wieder ein neues Trinket, sehe ich gerade.
Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube, das hatte irgendwas mit Fliegen zu tun. Ich gucke mal ganz kurz nach, ob das nicht vielleicht besser als der Goathoof sein könnte. Aber ich würde jetzt spontan sagen, nö. Aber das ist wirklich nur ganz spontan. Ich werde das ganz kurz abklären. Ich werde das ganz kurz abklären, was dieses Windelding war. Genau, use Diaper. Solange man es hält, bekommt man den Scatterhole-Effekt, der dafür sorgt, dass Fliegen neutral werden und andere von ihm schießen. Ach so. Ja, okay. Dann würde ich lieber den Goathoof weiter mitnehmen. Dann würde ich lieber den Goathoof weiter mitnehmen. Okay. Bossfight. 67,5% Angel Room. Ich bin gespannt. Let's go. Okay, der sollte laufen. Der sollte laufen. Also wenn ich mich von dem oft treffen lasse, dann weiß ich auch nicht. Meine ich muss zusammenbleiben, das ist wichtig, aber wenn ich zusammenbleibe und ich habe hier keinen Grund, also keine Möglichkeit, mich zu trennen, dann ist der, ja, dann ist der geschenkt. Und da ist mein Angel Room. Nice. Vorher gibt es noch eine schöne Geschichte für Jakob. Evil up. Nein, das ist nicht das Trinket, was du mitnehmen sollst. So. Und wir gehen in den Angel Room und bekommen die Bibel. Nice. Jetzt muss aber jemand von euch die Bibel mitnehmen, Freunde. Gut, ich denke, Trinket-technisch sind wir okay. Dann nimmt Jakob die Bibel mit. Dann kann Jakob halt kein Spacebar-Item mehr mitnehmen. Na? Okay. Weil Guppies Dings würde ich schon lieber weiter mitnehmen. Dann habe ich bei Esso einen gewissen Puffer, sollte es irgendwann mal schief laufen. Die Bibel müssen wir mitnehmen. Die Bibel müssen wir mitnehmen. Solange wir noch nicht selber fliegen können, müssen wir die Bibel mitnehmen. So, jetzt muss ich die Feuer so gut sprengen, dass ich erstens nicht danach reinrenne. So, hier. Oder muss ich jetzt böse aufpassen? Wenn ich die so sprenge. Oh, ich werde mich gleich selber sprengen. Ich sehe es schon kommen. Weil ich da nicht schnell genug wegkomme, Lul. Wir probieren es mal so. Wir probieren es mal so. Mal gucken, was ich alles erwische. Ja, okay, ich habe zwei erwischt. Gut. In Ordnung. Dann sprengen wir jetzt die anderen. Noch so, dass wir ihn mitnehmen. Und einmal zusammenkommen und einmal Schlüssel holen. Ah, dummer Treffer. Dummer Treffer. Der dumme Treffer. Aber dafür gab es ein blaues Herz diesmal. Und der Slow-Effekt ist auch diesmal aktiv, endlich mal wieder. Hat man schon länger nicht. So, das kann gleich mal so bekommen, das blaue Herz. Ich versuche die immer recht ausgeglichen zu halten. Ich denke, das ist okay. Und wir kriegen noch einen Schlüssel. Auch das eine schöne Sache. Wer den Schlüssel mitnimmt, ist eigentlich egal. Oder wie ist denn das? Muss der gleiche Charakter dann den Schlüssel mitnehmen? Nicht, dass man dann Quatsch macht und der eine nimmt den einen und der andere nimmt den anderen. Okay, ich weiß jetzt jedenfalls, Iso hat den Schlüssel. Drei Schlüssel haben wir insgesamt. Ist auch in Ordnung. Shop haben wir besucht, ne? Da war, glaube ich, war im Shop hier irgendwas zum Kaufen noch? Ne, ach, im Shop war hier der Kampf. Im Shop war hier der Kampf. Alles gut. Ja, dann gehen wir weiter. Jetzt kommen die Devs. Und ich bin gespannt, ob wir diese neue Tür theoretisch sehen. Wobei ich jetzt die neue Tür eigentlich gar nicht betreten wollen würde, ehrlich zu sein. Weil ich will ja den normalen One machen. Aber vielleicht, okay, das ist kann egal, ist eigentlich egal, wer es mitnimmt. Weil das Ding läuft ja eh uns beiden hinterher. Dann soll er es mitnehmen. Und da ich ihn konkret steuern kann, ist es dann auch schlauer, wenn es mir hinterherläuft. Und nicht dem, den ich nicht steuern kann. Oh Gott, furchtbarer Raum, furchtbarer Raum, furchtbarer Raum. Da geht's in den Stachelraum. Ich könnte sie beide dahin durchlotsen und mit den Telepilz rausbefördern. Ah, ich kann ja sogar reinfliegen! Ich kann ja sogar reinfliegen. Okay, wait a moment. Das kriegen wir hin ohne komplett Schaden. Das kriegen wir hin ohne Schaden zu nehmen. Ich setze jetzt meine Bibel ein.
Zack. Dann steuere ich ihn und fliege schnell genug rein. Sehr nice. Okay. Und zu allem Überfluss können wir uns jetzt auch noch raus teleportieren. Zack. Und ab dafür. Landen direkt beim Shop. Auch schön. Auch schön. Sehr praktisch. Dann können wir da nämlich auch gleich reingucken. Wo ist der letzte Gegner da? Okay. Da ist ein halbes blaues Herz. Das könnte ich mir gleich mit der Bibel holen. Außerdem mit der Bibel holen kann ich mir den ganzen Quatsch hier, der jetzt da rumliegt. Zum Beispiel das da. Nice. Die Bombe bitte noch, ohne das hier zu öffnen, den Quatsch. Ohne den Quatsch zu öffnen. Muss aufpassen, dass ihr so jetzt da nicht hinläuft und den Quatsch öffnet. Sehr schön. Prima. Dann einmal Shop. Okay. Das Teil ist interessant, aber jetzt nicht so sinnvoll. Zumindest nichts, wofür ich Geld ausgeben werde. So viel kann ich sagen. Ich würde sagen, wir kaufen noch nichts. Wir kaufen noch gar nichts. Wir kaufen noch gar nichts. Wir warten mal ab, was noch kommt. Wir warten mal ab, was noch kommt. Okay, erstmal kommt der Raum hier. Nicht trennen, nicht trennen, nicht auseinandergezogen werden. Wir bleiben schön zusammen. Wie ein Team. Oh, da liegt jetzt ein Trinket rum. Aber das ist, glaube ich, auch nicht besser als die Trinkets, die wir aktuell mit uns rumschleppen. Increases your chances to find an angel room. Ups. Upsi. Upsi. Höhere Chance für angel room. Hätte ich wahrscheinlich gesehen, wenn ich es aufgehoben hätte. Dann darf das einmal er hier mitnehmen. Jawohl, plus 6,3%. Sind wir jetzt eigentlich viel langsamer? Oder geht es? Müssen wir jetzt groß aufpassen, ob wir jetzt so viel langsamer sind. Weil wir jetzt ja ne, den Huf verloren haben. Den Damage möchte ich eigentlich nicht verlieren. Das Curved Horn werden wir weiter mitnehmen. Aber ja, so. Na, wir sind jetzt schon nicht so schnell, aber es ist okay. Ich sehe jetzt keinen direkten blauen Stein. Ich spreng einfach mal hier oben, falls da vielleicht ein Geheimraum sein könnte. Wäre zwar sehr unwahrscheinlich, aber kann man ja mal gucken. Yo! Wer kriegt das? Wer wird small? Wer wird small? Wer von euch wird small und kriegt noch zusätzlich zwei blaue Herzen? Oder spawnen die eigentlich? Spawnen die einfach so? Ach, es war ein Tiersab. Ups. Tiersab und der ist ein bisschen kleiner geworden. Ja, okay. Ich dachte, der kriegt blaue Herzen. Ah, er hat blaue Herzen dazu bekommen. Okay, es waren Tiersab und kleine Herzen. Blaue Herzen. Okay. Ich habe schon wieder alles durcheinander gebracht. Aber es ist okay. Nein, 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 nein. Ah, was? Ich bin dumm. Wieso laufe ich da rein? Das war ja komplett lost. Sorry, das war wirklich komplett lost gerade. So, dann können wir uns jetzt hier gleich wieder einmal zum Engelchen machen. Und eine Runde fliegen. Muss nur mal aufpassen, dass ich nicht versehentlich die Tatze einsetze. Das will ich jetzt noch nicht. Na, die ist mein Notfallplan. Okay. Ach, geh weg. So, ja, ich würde auch sagen, also Speedrun-technisch, ne, wir werden den Bosswasch auf jeden Fall noch erreichen. Ja, ihr wisst, dass ich immer zu langsam für sowas bin. Wenn ich es nicht gezielt spiele zum Bosswasch. Oh, ich sehe da was. Ich sehe da was. Jetzt frage ich mich nur, ist da noch irgendwo was anderes zum Sprengen, weil ansonsten setze ich einfach nur die Bomben da vorne und was anderes gibt es dann eh nicht. Ne, ich sehe nur den. Okay, dann weg und abfühlen. Sehr nice. Einmal noch das Feuer erledigen.
Dann bekommt jeder ein blaues Herz. Dann haben wir wieder beide zwei. Ja, schön. Also jetzt hat jeder eins. Also, ja, passt schon. Nicht jeder zwei, wollte ich nicht sagen. Okay. Erstmal nach Steinen gucken. Ich schätze, ich muss da hoch. Ich schätze, ich muss da hoch. Ich meine, wir haben noch ein paar andere Räume vor uns. Andererseits haben wir... Aua! Ach Gott, was... Ich habe mich hier verändert. Moment. Vielleicht warten wir erstmal. Vielleicht gucken wir uns noch die anderen Räume an. Ich muss da wahrscheinlich sowieso am Ende hoch. Deswegen gucken wir uns erstmal die anderen Räume an. Ah, guck mal. Der führt nämlich zu dem. Dann haben wir da die Runde, dann haben wir da die Runde gemacht. Ist doch auch ganz schön. Dann haben wir da die Runde gemacht. So, jetzt können wir hier alles sprengen. Hier sprengen wir jetzt wirklich alles. Nur sinnvoll. Wir sprengen einmal hier oben und einmal hier unten und werden jeweils, wenn wir einfach gesprengt haben, nach unten laufen. Scheiße. Das war nicht ganz so gut. Da habe ich mich ein bisschen selbst gesprengt. Da kriegt Jakob gleich mal zur Belohnung wieder sein Herz zurück. Okay, wenn ich jetzt so sprenge, dann einfach nach drüben laufen. Okay. Und wir haben aber Two of Spades, was bedeutet Schlüssel verdoppeln, da wir keine Schlüssel haben, im Moment sehr useless. Sollten wir aber gar keine Schlüssel haben, kann man es einsetzen, dann kriegt man zumindest Schlüssel. Oh, kannst du bitte mal da drüben in die Luft fliegen? Hier, nein, 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 oh Mist, jetzt ist er weg. Wir machen mal den anderen noch auf. So, jetzt, 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 jetzt. Okay. Das war nicht ganz, was ich wollte. Du machst mal einen Abflug. Oh! Okay, da ist nix. Na, dann kann ich den auch so sprengen. Ich würde jetzt fast sagen, ich nehme es gleich mit, bevor ich es vergesse. Aber wer kriegt's? Soll Jakob nehmen. Soll Jakob nehmen. So, hier runter. Okay, da ist tatsächlich nichts weiter. Aber das ist schon wieder ein Raum. Ein Raum. Das ist schon wieder ein guter Raum für... Erstens die Doppelbombe. Genau. Dann haben wir nämlich hier und hier. Und zweitens zum Fliegen. So, du bleibst hier. Jakob geht einmal hier hoch. Und dann müsst ihr beide einfach nur rechts und runter. Schade. Naja, ist okay. Und wenn wir jetzt fliegen, bekommen wir eine Münze und einen Schlüssel. Das ist doch in Ordnung. Zack. Nein! Genau das meinte ich. Mit davor habe ich ein bisschen Angst. Ah. Nein, es ist nicht dramatisch. Ich habe jetzt halt ein rotes Herz weniger und die meisten würden sagen, hey, du hast mehr blaue Herzen, ist doch okay. Ja, aber... Ah. Alleine, wenn ich das jetzt noch einmal mache, raste ich aus. Ne? So ein Ding ist das halt. Ich will es ja nicht machen. Und wenn ich es nicht will und dann versehentlich drücke, ist das halt böse ärgerlich. Hätte ich das gemacht, bevor ich das weiße Herz gesehen hätte, hätte ich jetzt dem so das weiße Herz gegeben. Ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Ja, was soll's. So, Steine gucken. Ich brauche immer viel zu lange, um Steine zu gucken. Ich weiß... Aber so far sehe ich da nisch. Da können wir noch kurz Feuer kaputt machen. Jawohl, das nützt mir überhaupt nichts. Das nützt mir schon eher was. Das nützt mir auch was. Und das ist egal. So. Okay. Nun bleibt die Frage nach dem Geheimraum. Von hier aus wäre er möglich. Von hier aus ist er nicht möglich. Dann hat sich der schon mal erledigt.
Den haben wir ausprobiert, der ist es auch nicht. Der wäre möglich. Ach, der ist von hier aus genauso nicht möglich. Dann kann das hier auch nicht sein. Ah, hier unten wäre auch noch eine Idee. Und hier spricht auch nichts dagegen. Und das andere ist der Itemraum. Das kann also auch nichts dagegen sprechen. Schade. Aber es hätte sein können. Genauso könnte es aber auch noch hier sein. Ach! Ja, und ich bin blöd. Ich hätte natürlich jetzt. Mit einer Bombe hätte ich beide testen können. Da war ich wieder zu langsam im Denken. Ne? Ja, aber dann weiß ich es nicht. Dann ist er irgendwo anders. Mehr Bomben opfere ich jetzt dafür nicht. So, dann gehen wir jetzt durch den komischen Stachelraum. Das sollte sogar mit beiden möglich sein, ohne groß Probleme zu bekommen. Ja, easy. Ah ja, hier gibt es noch eine andere Ecke für den geheimen Raum. Okay. Hätte mir denken können, dass die Map sich noch weiter aufbaut. Das ist jetzt ein blöder Raum übrigens. Da werde ich nämlich ziemlich sicher getroffen, wie ich mich kenne. Okay, einer noch übrig, oder? Naja, dann werde ich doch nicht getroffen. So, dann ist noch einer übrig. Ach so. Ah, ich trenne mich gerade. Don't go full divorce. So. Okay, von hier aus würde es passen. Der Raum spricht auch nicht dagegen und das andere Ding spricht auch nicht dagegen. Okay, dann ist er hier der Geheimraum. Dann ist er ziemlich sicher hier. Dann werde ich aber diesmal die Bombe so setzen, dass wir hier zumindest noch vielleicht den anderen Geheimraum mitnehmen können. Na, du Blödkopf. Renn doch nicht da rein. Mensch, was spiele ich denn wieder für einen Schmarrn zusammen? Wait. Ach so, ich wollte gerade sagen, hä, wo ist denn Jakobs? Hä, wo sehe ich denn Jakobs? Ach, Jakobskirchhorn ist da unten. Alles gut. Ich war irritiert. Alles gut. Don't worry. Ich bin alles gut. So, hier ist der eine, hier ist der andere. Prediction. Okay, mit dem einen hatte ich recht, mit dem anderen nicht. Aber der andere ist halt auch, der kann überall sein. Okay. Ist in Ordnung. Gar nicht mal so schlecht, wenn der jetzt kommt. Dann nervt er uns vielleicht später nicht mehr. Und wir nehmen noch mehr Coins mit. Schöne Sache. So, den einen Raum können wir jetzt aber auch noch wegwursteln. Da könnte nämlich auch noch was sein. Ja, dann ist er vielleicht hier der andere Geheimraum. Den probieren wir noch aus. Nicht treffen lassen. Blödkopf. Aber wenn ich jetzt schon hier bin, dann probieren wir ihn auch aus. Okay. Immerhin. Okay. Wir sind jetzt ein bisschen beschäftigt. Es tut mir leid. Dev. Java. The Moon. Bag Lunch. I wonder what it is. Das kriegt jetzt auf jeden Fall er. Der andere hat gerade ein bisschen mehr blaue Herzen. Ach ja. The Fool. Also wir werden auf jeden Fall Jera mitnehmen, das ist klar. Und ich würde aber weiterhin auch The World mitnehmen. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Temperance. Naja, wir haben schon einige Herzen hier rumliegen in der Map, ne? Temperance könnten wir dann einsetzen. Noch, oh je, wir werden uns jetzt noch eine Weile aufhalten in dem Ding.
Get out of jail free card. Oh Gott, das ist wieder so eine Karte, die habe ich schon 3000 Mal gelesen und kann sie mir nicht merken. Ist auch ganz schlimm. Richtig schlimm. Ach, will open all doors. Ja, hätte ich mir denken können. Hätte ich mir denken können. Öffnet einfach alle Türen. Judgment. Okay, Judgment können wir gleich einsetzen. Wo ist es? Da. So, vorsichtig das Richtige drücken. Shift und Space. Dann einmal füttern. Der sammelt Coins ein, ne? Und macht aus den Coins coole Sachen. Ist eigentlich egal, wer den mitnimmt. Das kriegst du. Der Bumfriend. Noch ein blaues Herz für Jakob. So langsam könnte er auch ist so wieder sein blaues Herz zusätzlich bekommen. Oh, jetzt haben wir schon zweimal The World. Okay. Oh, dieses Ding ist auch interessant, aber die Twinkles, die ich aktuell habe, sind besser. Noch ein blaues Herz. Ja, jetzt ist es im Moment ausgeglichen. Und bekommt es jetzt erstmal er hier. Nee, die Cap kannst du behalten. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Karten ich schon geguckt habe und welche nicht. The Lovers, okay. The Lovers. Oh mein Gott! Wo ist jetzt The Lovers hin? Da. So, The Lovers setze ich gleich mal ein. Dann liegen hier oben gleich mal Herzen rum, weil die nehmen wir eh nicht mit. Und wir würden ja nachher Temperance einsetzen und dann kann man mit Temperance noch ein bisschen hier. Ne? Herzchen eintauschen. Ach so, nee, oh, ungünstig. Naja, notfalls spreng ich Temperance einfach. Ich setze es auf jeden Fall ein. Das ist das Ding. Kann man nicht gleich mal machen. Wir packen gleich mal Temperance hier in die Ecke, dann ist die weg, die Karte. Wo ist Temperance jetzt? The Fool, The World, The Moon, Death, Temperance. Da, dann kommt Temperance hier in die Ecke. Jetzt Space und Q. Erst Shift und Q. Erst Shift, sonst mache ich wieder mein Herz weg, mein rotes. Wäre nicht so geil. So. Emperor ist auch eine coole Karte. Bei Emperor bin ich schon fast im Überlegen, ob die nicht besser ist als World. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Kannst du mal in der Ecke bleiben? Du nervst mich. Jo, okay, lasse ich erstmal die ganzen Herzen kommen. Also, jetzt sammle ich dann jedes einzelne ein. Welcher bekloppt. Okay. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, damit. Oh Mann, jetzt wird's trinketechnisch wieder schwierig, ne? Ich würde aber beim Damage-Up fast gerne bleiben. Okay, da ist eine neue Karte raus. Oh mein Gott, welche Karte ist jetzt neu da unten? The Moon. Hanged Man hatten wir noch nicht, aber ich kann eh fliegen, von daher wurscht. Alter. Leichte Überforderung hier. So gehe ich eigentlich immer weg von dem Ding, als ob es in die Luft fliegt und mir wehtut. Was bist du denn? Das sieht interessant aus. Was ist das für ein Trinket? Das habe ich noch nie gesehen. Das muss ein Repentance-Trinket sein. Oh, das haben wir bekommen, als ich die Bloody Mary Challenge geschafft habe. Immer wenn du einen Gegner tötest, bekommst du einen Unverwundbarkeitsschild für 2 Sekunden. Yo.
Das nehmen wir mit, nachdem ich hier zum letzten Mal dieses Engel-Room-Item eingesetzt habe. Boah, Leute, können wir bitte das Item bekommen, dass ich mehr Trinkets halten kann? Hier sind so viele geile Trinkets gerade. Okay, ich würde jetzt noch ein paar Münzen aufheben für den nächsten Shop. Bin ich ganz ehrlich, wir haben jetzt genug hier rumgespielt. Das Ding will auch einfach nicht kaputt gehen. So, wir nehmen jetzt einmal Death mit. Zum Instant einsetzen. Wo ist Death? Wo ist Death? Da ist Death. Okay, so. Death mit ihm. Also Steuerung und Space. Nicht Steuerung, aber Shift und Space. Dann. Oh, jetzt haben wir gerade das andere Trinket hier liegen lassen. Das ist natürlich nicht so geil. So rum. Nein. Hör auf, irgendwelche Trinkets mitzunehmen. So. Der eine hat das Rose-Dings. Der andere hat Curved Horn. Passt. Dann gehen wir kurz Bossy spielen. Und dann kommen wir hier gleich wieder. Und spielen noch ein bisschen an der Maschine rum. Eieieiei. Schwere Geburt. Ich darf nur nicht mit Jakob an der Maschine dann spielen, weil er darf sein rotes Herz nicht verlieren. Da muss ich böse aufpassen. Also das weiße Herz meine ich, dass er da nicht reinrennt. Na? Nein, 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 nein. Ach, hör auf, getroffen zu werden. Pflaume. So, weg mit dir. Schade. Nix allzu Brauchbares. Range-Up können wir noch mitnehmen. Gut, dann, wie gesagt, spielt jetzt Mr. Isso ein bisschen an der Herzmaschine herum. Ach, shit, der sammelt das Geld sofort ein. Wenn ich da nicht hinterher renne. Ah, die liegt ungünstig. Ich werde hier so viel Zeug gleich einsammeln, was ich nicht will. Ja, komm. Ich meine, gut, im Moment kann ich den Türstopper in die Hand nehmen. Nein, ich wollte es nicht sofort einsammeln, das Herz. Jetzt gib du mir erstmal die Münze. Jetzt schieb mir das Herz hier erstmal runter. Währenddessen sammelt er da drüben einfach fleißig Dinge ein. Das ist okay. Oh, wait. Wait. Ich hab ne Bombenidee, wie ich noch mehr Münzen generieren kann. Zum Glück habe ich da auch sofort dran gedacht, lul. Isso muss den Gulp, den Swallowed Penny mitnehmen. Junge, macht mich nicht wahnsinnig. Der ist gierig, der Freund. Yo, da ist mein HP ab. Das kriegt er, das hat er sich verdient. Na, er hat dadurch ja gelegt. Jetzt kommt der goldene Schlüssel, willst du mich verarschen? Danke. Danke. Fantastisch. So, okay, was nehmen wir mit? Das Curved Horn nehmen wir mit. Und er bekommt... Achso, da muss ich ja ihn hinschicken. Dass ich ihn nicht einzeln steuern kann, sondern nur Jakob, ist nervig. So, warte. Jakob bleibt jetzt hier. Du gehst mit. Du gehst mit. So. So. Und dann geht Jakob hier rüber und schiebt dich dahin. So. Dann nimmt er jetzt den da mit. Wenn er einen Gegner tötet, kriegt er einen Schild. Dann setzen wir schnell noch die Schlüsselkarte ein. Ist jetzt nicht so geil, aber ich nehme sie halt eh nicht mit und zwei Schlüssel sind besser als ein Schlüssel. Ne? So. Dann nehmen wir... Ah, ich habe Death nicht eingesetzt. Stabil. Wir nehmen Emperor mit. Und wir nehmen... Was waren denn die anderen Karten hier? Hilfe. Nee, Hanged Man war es nicht. Ach, Jera wollte ich mitnehmen.
Ja, Jera wollte ich mitnehmen, keine andere Karte. Emperor und Jera. Ich weiß, World ist auch cool, aber es ist halt so, du kannst halt nur eine Sache mitnehmen. Das ist das Ding. Jetzt habe ich dieses Backed Lunch. Was zur Hölle? Wo ist mein Curved Horn hin? Und dann ist auch noch diese Get Out of Jail Free Card, die wäre auch natürlich eine nice Geschichte. Ah, oh, mein Gott, das ist so schwierig. So. Okay. Habe ich jetzt, was ich will? Jera, Emperor, Curved Horn und dieses andere Trinket. Okay. Wahnsinn. So, dann raus hier. Ey, ich habe mich jetzt so lange in dieser Ebene aufgehalten, ne? Das war nicht mehr normal. Das war nicht mehr normal. Und hier gäbe es jetzt diesen Weg ins Mausoleum, aber das ist eigentlich nicht diese neue Tür, die aufgetaucht sein kann, ne? Das ist ganz normales Mausoleum-Ding. Glaube ich. Ich könnte es testen, indem ich kurz gucke, ob ich, wenn ich ranlaufe, ein Herz verliere. Aber ich glaube, der nimmt das blaue. Der nimmt, glaube ich, blaue Herzen, oder? Dann will ich es eigentlich nicht testen. Nicht ganz ehrlich. So, jetzt holen wir jetzt erst das HP ab. Alles, worauf ich jetzt achten muss, ist, dass ich einfach nicht. Dass ich einfach nicht sofort zu Mom gehe, wenn die Bibel nicht aufgeladen ist. Das ist alles. Yo! Sick! Das kriegt sowas von Jakob. Wait, 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 stopp! Das gibt drei schwarze Herzen, ne? Ich würde ein schwarzes. Es gibt drei schwarze Herzen, glaube ich. Evil Up und drei schwarze Herzen. Dann würde ich ja jetzt ein schwarzes Herz hergeben, wenn ich das mit Jakob nehme. Ich kontrolliere das ganz fix. Ja, Damage Up und drei schwarze Herzen. Ja, dann muss es Esso mitnehmen. Dann muss es Esso mitnehmen. Sonst verliere ich ja ein schwarzes Herz. Das wäre kompletter Schwachsinn. Dann ist zwar Esso immer mächtiger, aber das ist okay. So, dann geht Jakob jetzt aber durch die Tür zurück. Gut. Oh, das Ding ist böse. Das schießt jetzt so quer. Weißt du? Von dem Müll lasse ich mich jetzt treffen. Das ist auch wieder so kompletter unnötiger Müll. So, Stein, 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 Stein sagt nö. Stein sagt nö. Die sollte ich einfach so wegbekommen. Ah, der schießt in der Mitte. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Und der eine ist unsichtbar. Den habe ich noch nicht realisiert, dass der unsichtbar ist. Das mit dem Schild ist cool, aber gefährlich im Sinne von, okay, da haben wir Berkano. Das ist Companionship. Das kann ich einfach einsetzen. Kann ich gleich einfach einsetzen. Berkano. Mache ich gleich. So. Jetzt einmal Companionship. Shift und Space. Und dann gehst du wieder mit, Jera. Okay. Ja, das Problem ist, wenn nur einer den Schild hat, muss ich trotzdem weiter komplett aufpassen. Also es ist gut, weil der gerade nicht getroffen werden kann, aber ich kann es praktisch jetzt nicht nutzen. Und damit irgendwie in den Boss reinzurennen oder sowas. Und dann drauf zu powern. Aber es ist ganz gut, weil er halt in dem Moment nicht getroffen werden kann. So, dann haben wir wieder eine Telepille. Die lassen wir jetzt mal schön liegen. Itemraum. Sehr nice Geschichte. Grundsätzlich ein super cooles Trinket. Pro Boss einfach. Pro Gegner einfach. Ja. RIP. Ist das. Jo, wer kriegt das? Oh, ich kann es nur einem geben. Ich kann es nur einem geben. Oh, ist das kritisch. Oh, ist das kritisch. Ich müsste es ihm geben, weil der andere hat schon einen Schutz. Der andere hat schon einen Schutz durch die Pont. Der kriegt immer mehr Herzen, wenn es schief gehen sollte. Ich muss es ihm geben. Ah, ist das kritisch, dass es nur für einen gilt. Oh, ist das kritisch. Oh mein Gott, ich will sowas verdoppeln. Oh, wenn es jetzt im Shop das Verdopplungs-Item gibt, dann raste ich aus. Da hätte ich warten müssen. Ich hätte, glaube ich, warten müssen, bis wir im Shop waren. Bei so einem Item müsste ich, glaube ich, strategisch warten, bis wir im Shop sind. Muss ich so sagen.
Ich glaube, bei so einem Item ist es wirklich sinnvoll. Oh, wie mache ich das denn jetzt? Ja, so müsste es vielleicht funktionieren. Ich will mich jetzt nur eigentlich so stellen, dass ich halt nicht von den Bomben mitgerissen werde. Ja, okay, ich wollte die Kiste mit freimachen, aber die Kiste, die Dings mit freimachen, aber es hat leider nicht funktioniert, die Karte. Aber wir haben so viele. Nee, Bounce Back ist cool, aber ist mir das Schild lieber? Okay. Ah, ich reiß mir den Hintern auf, wenn jetzt im Shop dieses Verdopplungs-Item ist für die Pedestal-Items, ne? Ich reiß mir so den Hintern auf. Das wäre mies. Das wäre richtig mies. Das wäre richtig mies. Bitte nicht. Okay, boah, Vorsicht, die machen böse Brimstone-Kacke. Oh, ja. So viel dazu. Das war Speeddown, ne? Das wollen wir nicht mitnehmen. Mehr böse Brimstone-Kacke. Vielleicht erstmal die Engel erledigen. So. Zum Glück schießen die nur in eine Richtung. Juhu, ich wollte gerade sagen, das lässt sich noch ganz gut manövrieren, aber da wurde ich leider schon getroffen. Aber ist okay. Ist nicht so schlimm. War jetzt kein so böser Treffer. Okay, Karte. Temperance mal wieder. Ich weiß, wir können uns noch ein AP ab. Also je nachdem, wie viel die Münzen jetzt noch. Okay, da ist der Shop. Wir werden gleich schlauer sein. Was seid ihr? Was macht ihr? Ich weiß nicht, was ihr könnt. Glaube ich. Aber bisher macht ihr einfach nur Schmutz. Sonst macht ihr nichts. Okay. Ah, aus euch kommt so eine Kacke raus. Gefällt mir zwar nicht, aber kann ich mitleben. So, Bombe ist auf jeden Fall Pflicht. Die Frage ist, wo? Und die Antwort ist, es ist völlig egal, weil hier eh nichts anderes Spannendes ist in dem Raum. Okay. So, Shop-Besuch ist auch Pflicht. Okay, es ist zum Glück nicht das, was ich befürchtet hatte. Dann bekommt jetzt einer von euch die Leiter. Oder ist es kritisch, wenn dann einer auf die Löcher gehen kann und der andere nicht? Könnte am Ende kritisch sein, ne? Vielleicht wollen wir die Leiter mit Jera einmal rerollen. Und gucken, was es noch so Cooles im Shop gäbe. Wir rerollen die Leiter einmal mit Jera. Ich muss nur Space drücken, nicht Q. Wenn ich Q drücke, bin ich bei Mom. Da will ich jetzt. Wobei, es wäre nicht so schlimm, weil die Bibel ist eh aufgeladen, aber ich will die anderen Räume noch sehen. Ach. Ich habe schon wieder Jera verwechselt mit. Ich dachte, das ist das Ding, dass man. Ja. Ist das schon? Ich dachte, das ist die Verdopplung von Pedestal-Items. Ja, dann ist es ja umso besser. Dann habe ich es ja genau richtig eingesetzt. Das verdoppelt nicht die Pedestal-Items, das verdoppelt die. Ja, hol dir die Münze, ist in Ordnung. So, kriege ich die Bombe, ohne die Batterie zu kaufen? Es. Cool. Okay. Ja, okay, dann war das dumm. Dann hat sich das eh erledigt. Dann hat sich Jera auch erledigt. Wir haben jetzt wieder Dev dabei. Das ist okay. Ich dachte, Jera ist die Verdopplung von Pedestal-Items. Da guckt man einmal nicht nach und dann ist es schon falsch, ne? Deswegen gucke ich immer nach. Ach, Mann. Okay, da ist es ein bisschen vorsichtig. Da unten muss ich ein bisschen aufpassen. Muss ich ein bisschen vorsichtig sein, aber ansonsten ist der Raum kein Problem. Jo. Ah, das hätte ich ihm gegen. Jetzt kann ich eigentlich ihm die Sachen geben, ne? Der macht Brimstone, der Typ in der Mitte. Und der andere macht Müll. Okay. Okay, da ist Mom. Da ist Mom. Wir waren sogar im Stachelraum in der Ebene, ne? Wir haben eigentlich alles gesehen. Wir haben sogar Geheimräume noch nicht. Da könnten wir noch reingucken.
Ja, wir springen hier mal noch ein bisschen und hoffen mal auf den Geheimraum. Ne, hier nicht. Oh, nee, na, hier nicht. Hier nicht, aber dann spreng ich so, dass ich zumindest ein bisschen mehr in die Luft jage von den toten Köpfen. Vielleicht ist ja was Cooles dabei, aber nö. Ach so, doch, hätte hier sein können, oder? Von dem Raum aus war er, hat er nichts dagegen gesprochen. Stimmt. Na, war dumm. War dumm. Dann sprengen wir jetzt noch so. Dann sprengen wir jetzt noch so. Dass wir die zwei noch mitnehmen und hier den Geheimraum freilegen. Wenn er da sein sollte. Ja, da ist er tatsächlich. Ach, und dann hätte ich sogar hier noch... Oh, ich... Ja, jetzt wird hier die volle Breitseite gesprengt. Hier könnte noch der... Nee, oder war da was... War da ein Stein? Jetzt weiß ich nicht. Da war ein Totenkopf, ne? Da kann kein Geheimraum sein. Nee, da kann kein Geheimraum sein. Gehen wir erstmal hier rein, da kriegen wir neue Bomben. Ist okay. Ist hier irgendwo ein interessanter Stein zum Sprengen? Nö, dann jagen wir den einfach in die Luft. Manchmal gibt es ja auch ein Pedestal-Item. Das war diesmal nicht der Fall. Ja, hier ist nix. Dann ist es... Boah. Dann wird es ein bisschen kritisch mit Spezialgeheimraum. Dann könnte man auch den in dem Shop kontrollieren und dabei den Typen da oben mitsprengen. Aber ist jetzt nicht so... Nicht so sicher, dass da was ist, ne? Nein, hat er ja nochmal Geld gedruckt. Ah, ich hätte es wieder ihm geben können. Ich hätte es wieder meinem Freund geben können, das Geld. Der ist schon ganz gierig danach. Da oben könnte noch was sein. Dann springen wir jetzt hier, sodass der Totenkopf mit in die Luft fliegt. Ha! Karte und Geheimraum. Was haben wir hier? The Fool anstatt der Emperor. Nee. Okay. Das wäre ganz cool, wenn wir... Ach, jetzt geht's wieder los mit M... Ach so, aber ich kann Temperance nicht. Ja, nee, ich kann's nicht nutzen, weil ich zu Mamiya gehe. Nee, passt schon. Passt schon und ich will keinen Rotheitsschaden riskieren. Okay, wir gehen zu Mam. Ich habe genug gesehen von der Ebene. Ich habe wirklich genug gesehen. Abflug. Und Mam ist ja einmal Bibel einsetzen und das war's. Nee. Muss nur Space drücken, nicht Q. Space, nicht Q. Space, nicht Q. Space. So, jetzt ist die Frage, wer nimmt Polaroid mit? Es ist wahrscheinlich egal, wer Polaroid mitnimmt, ne? Jakob nimmt Polaroid mit und Jakob nimmt das blaue Herz mit. Steintechnisch ist hier nix. Und ich sehe jetzt hier auch keine andere Tür, also... Ah, steintechnisch ist hier nix, sagt er und sieht den Stein hier nicht. Dann sprengen wir hier einmal kurz. Gibt nochmal zwei Bomben, gut. Dann ist ein Satan-Deal aufgetaucht. Aber... Sonst nix, ne? Sonst ist also diese Tür, diese ominöse Tür, wo es hieß, die taucht in Devs auf, ist, weiß ich nicht, wie ich die bekomme. So jedenfalls nicht. Vielleicht kommt die aber auch nicht, weil wir mit denen noch nicht normal hier durchgespielt haben. Vielleicht kommt die erst, wenn man einmal normal durchgespielt hat. Yo. 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 Der packt. Der Pakt gibt mir zwei blaue Herzen, wenn ich richtig liege, und ein Damage ab. Sehe ich's richtig? Zwei schwarze Herzen, Tears up und Damage up. Okay, I'm sorry. Ich habe ja E-Wafer. Mit Jakob. Also das ist schon ein Deal, den ich machen muss. Also den, glaube ich, werdet ihr mir nachsehen. Den würdet ihr wahrscheinlich auch machen. Na, ich meine, rote Herzen ist kritisch. Rote Herzen so stark aufzugeben ist kritisch, keine Frage. Aber dadurch, dass ich den Wafer habe, gehen die schwarzen und blauen Herzen nicht so schnell weg. Wird schon hinhauen. Bei Iso muss ich aufpassen, der verliert nach wie vor ganze Herzen mit jedem Treffer. Na, aber da habe ich halt in der Hinterhand die Paw. Okay, weiter im Programm. So, alles worauf ich jetzt wieder achten muss, ist, dass ich zum Herz mit voller Bibel gehe. Mehr ist es nicht. Aber das Herz kommt ja in der Runde noch gar nicht. Stachelraum nur, wenn wir uns reinsprengen können, ansonsten nicht.
Dann ist es umso besser, dass er nämlich das Schild hat und so ein bisschen zusätzlichen Schutz noch hat vor Schüssen. Na, wenn sozusagen Jakob getroffen wird, ist es nicht ganz so schlimm und er hat öfter mal den Schild und ist somit durch vor Schü... Ja. Okay. Das ist sehr unwahrscheinlich. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass da der Geheimraum ist. Das brauchen wir gar nicht erst weiter probieren. Die Pille kennen wir, glaube ich, noch nicht. Sehe ich das richtig? Ja, das sehe ich richtig. Jakob probiert es wieder. Pille, go! Gefährliche Pille, aber jetzt in dem Fall sogar gute Pille, weil jetzt hier mehr rote Herzen rumliegen. Sollte ich die irgendwie verlieren oder sowas, kann man da nochmal reingehen. Aber dafür müsste ich eigentlich erstmal alle anderen Herzen verlieren und das wollen wir eigentlich ja nicht. Das ist ja eigentlich etwas, was wir gar nicht wollen. Damage-technisch sind wir ganz gut drauf, würde ich sagen. Ach, jetzt hätte ich wieder... Ich vergesse, dass ich den Typ dabei habe, der arme Kerl-Mensch. Der leidet unter mir richtig. Tut mir leid, Kollege. Das war doof. Wer wurde jetzt getroffen? Ich glaube, Jakob wurde getroffen, ne? Hallo, kannst du jetzt mal aufgehen? Gut. Das hat gedauert. So, eigentlich wollen wir möglichst schnell einfach zum Boss kommen. Ich will mich hier nicht lange aufhalten. Also in den Ebenen will ich mich echt nicht lange aufhalten. So, aber die nächsten Münzen kriegt auf jeden Fall mein Friend. Wenn ich hier nochmal eine Münze sehe, kriegt die der Dude. Oh, Karte. Two of Spades, okay. Das setzen wir einfach gleich ein, was soll's. Shift und Q. Den Schlüssel. Ist ja gut, weil Schlüssel brauchen wir für die Chest. Ne? Okay, so. Death und Emperor. Worum passt's? Okay. Das ist jetzt nicht so der Raum, den ich gesucht habe. Ja. Toll. Guter Raum. Würde ich wieder besuchen. Nicht? Okay, schade. Dann war der Weg hier nach unten ziemlich useless. Ja, wir müssen da hoch. Hätte ich mir schon gedacht. Ja, wir müssen in den großen Raum. Habe ich mir auch gedacht. Ich wollte es halt versuchen zu vermeiden. Aber was soll's. Okay. Wo ist es am sinnvollsten zu sprengen? Hier. Und so. Schade. Oh Gott. Oh Gott. Ich werde ein bisschen eingeengt gerade. War der Schild aktiv? Ich glaube, ich hätte sonst ein paar Hits eingesteckt. Jakob habe ich versucht aus der Schule. Ja, okay, den kriegst du. Okay, das ist jetzt ganz cool. Da können wir jetzt wirklich ein bisschen mehr sprengen. Muss nur aufpassen, dass ich aus der... Schussbahn laufe, falls was kommt. Habt ihr gesehen, wie gut ich aus der Schussbahn gelaufen bin? Ich auch. Okay, noch ein Versuch. Ha! Immerhin, den haben wir mitgenommen. Yo! Der ist chillig. Das ist ein sehr chilliger Raum für Bomben. So, ich glaube, so nehmen wir den Typen in der Mitte auch mit, ne? Ein Crawl Space! Ja, moin! Oh, die Cartridge ist auch nicht schlecht.
Ja, moin in Call Space. Oh, da ist noch ein blauer Stein. Sehe ich jetzt erst. Okay, eine Spritze. Die ist, glaube ich, E1 Beat Up und damit ist es egal, wer es mitnimmt, aber ich gebe es mal Jakob. Oh, Panic ist gleich Power. Huch. Das war was anderes. Wait, ich kann doch fliegen, ne? Ich müsste da rankommen. Ich müsste an das Teil da rankommen. Space? Nee, wie komme ich da ran? Wie komme ich an dieses Ding ran? Ich dachte, das hatte mit Fliegen zu tun. Ich dachte, da kann man irgendwie so, konnte man irgendwie so dann dahin fliegen. Habe ich das falsch verstanden? Oder was? Wie kommt man an dieses zweite Item? Habt ihr nicht irgendwann mal was geschrieben mit, da muss man hinfliegen können? Oder irgendwie so? Habe ich das falsch verstanden? Wie komme ich da ran? Ich will das haben. Wie komme ich da ran? Okay, ich bin ganz... Entschuldigung, ich weiß, der Part ist schon wieder saulang. Ich bin jetzt mal so frei und versuche... Kann ich das irgendwo... Kann ich das irgendwo nachlesen? Wie Crawl Spaces funktionieren? Wahrscheinlich nicht. Ich wüsste nicht, wo ich das jetzt nachlesen kann, leider. Bin ich ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo ich das jetzt nachlesen kann. Ha! Scheiße. Nee, keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Wenn ich halt jetzt an... Also wenn ich jetzt eine Situation hätte, mit der ich da rankomme, ich würde mir halt so in den Hintern beißen. Das ist das Ding. Ich kann noch mal versuchen, hier eine Bombe zu setzen und dann abzuhauen. Aber da kriege ich auch nichts für. Scheiße. Scheiße. Ich hoffe, ich hätte nicht rangekonnt. Ich hoffe, ich hätte nicht rangekonnt. Dann wäre ich zufrieden. Aber ich weiß es halt nicht. Das ist das Problem. Ich hoffe, ich hätte nicht rangekonnt. Okay, blaues Herz kriegt Jakob. Ach Mann, ist das dumm. Ich hoffe, ich hätte nicht rangekonnt, ey. Beiß mir so in den Hintern, wenn ihr mir jetzt schreibt, du hättest das haben können. Also dann beiß ich mir so hart in den Hintern. So hart habe ich mir noch nie in den Hintern gebissen. Ne? So, Steine gucken, nix. Komm jetzt langsam mal zum... Oh nein. Bin ich jetzt wirklich zweimal reingelaufen? Die hatten wir noch nicht. Ach, ist das Kacke. Jetzt ärgert mich jetzt wieder, dass ich an dieses Item nicht rankomme. Ich weiß halt nicht, was ich dafür tun könnte. Okay, hier geht's auch weiter. Okay. Hier ist auch kein... Oh, es ist wirklich immer der letzte Weg, den man noch gehen muss. Mann. Ach nee, hier geht's immer noch weiter. Hier geht's immer noch weiter. Oh, hier geht's noch nach links. Ja, okay, dann könntest du auch noch nach unten weitergehen. Ach. Stressig. Nein, Hematemesis kann mich mal.
Okay. Bin ich doch richtig gelaufen, letzten Endes. Dann können wir sogar noch den anderen Geheimraum. Wow, Kollege. Chill. Gehen wir von unten ran. Ist das euer Ernst jetzt? Verstecken sich da schon ziemlich nice, ne? Muss man euch mal lassen. So. Noch einmal hier sprengen versuchen. Wirklich nicht. Na gut. Naja, dann probiere ich es nicht weiter aus. Dann gehen wir Boss. Ist er erst noch der erste von zweien. Abflug. Oh, es ist er hier. Der hat mir schon mal ein paar Ones verhauen, aber ich dürfte diesmal stark genug sein, um deinem blöden Brimstone entkommen zu können, wenn ich schnell genug bin. Können halt böse sein, wenn sie zu zweit sind. Ja, genau die Kacke meine ich. Aber heute bin ich ganz gut im... Ja, so viel zum Ausweichen. Bin ich jetzt echt zweimal wieder getroffen worden? Meine Güte, was ist das? Sind das... Das sind, glaube ich, Spektraltränen. Sind das Spektraltränen? Ich sehe es bei den normalen Items nicht. Ist das ein Repentance-Item? Sieht aus wie so ein normales Satan-Deal-Item, was man sonst immer gekriegt hat. Aber ich sehe es bei den normalen Items nicht. Ist das echt neu? Eye of the Occult. Tears can be controlled mid-flight using the directional keys. Oh. Das gilt aber dann nur für den einen, oder? Das wird nicht funktionieren. Leute, ich bin gerade ein bisschen skeptisch. Wie ist denn das jetzt? Wenn ich das jetzt nehme... Dann habe ich am Ende wahrscheinlich diese eine Träne, die ich zwar durch die Gegend schicken kann, aber die von Esso, die Tränen, da müsste ich ja den Knopf gedrückt halten, um zu schießen, und dann ist die Träne, die ich mit dem anderen steuere, die ganze Zeit woanders. Das ist vielleicht nicht so geil, oder? Ich bin skeptisch. Wir gucken jetzt erstmal kurz in den Satan-Deal. Und dann überlegen... Ich bin gerade echt skeptisch. Ob das so gut ist. Ich meine, dann würde ich vielleicht nur noch mit der kontrollierten Träne spielen. Ja, okay. Na komm, wo ist die Hand? Da ist die Hand. Hast du was für mich? Cool. Oh, er hat Isaac's Heart gedroppt. Nee. Was mache ich denn jetzt? Ist das was für mich oder nicht? Also ich sehe das Problem, was das geben könnte. Das Problem könnte sein, dass ich nur noch mit der kontrollierten Träne angreifen kann. Und im Moment schieße ich halt boah. Yo, ich weiß nicht. Oh mein Gott. Ich meine, wenn ich jetzt nicht nachgeguckt hätte, hätte ich es wahrscheinlich einfach genommen. Tu mal so, wie wenn ich nicht nachgeguckt hätte, ganz ehrlich. Weil sonst ist es mir eigentlich mittlerweile echt zu viel gecheate. Nee, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ich hätte es normalerweise genommen, wenn ich jetzt nicht nachgeguckt hätte. Jetzt ist die Frage, wer nimmt es? Jetzt ist die Frage, wer nimmt es?
Wer hat im Moment mehr Damage und kriegt dann nachher noch mehr Damage? Esso hat mehr Damage, dann kriegt's Esso. Dann kriegt Esso das Ding. Ach so! Ah, ich schieße trotzdem noch normal. Ich kann nur sozusagen so ein bisschen... Okay. Okay, also kann ich es als... Ah, so funktionieren die Dinger. Ah, das sind die Teile. Okay, ich habe es falsch verstanden. Ich dachte, das ist diese große Träne, die ich dann kontrollieren kann. Aber dann kann ich eigentlich noch relativ normal schießen und kann halt ab und zu die so ein bisschen anders steuern, wenn ich das möchte, aber ich muss es nicht. Dann habe ich es, dann ist es im Prinzip einfach nur ein Damage-Up und damit eine nice Geschichte. Okay, damit kann ich leben. Wait, wir haben... Ich habe aktuell Hämatemesis dabei. Moment, das ist nicht die Karte, mit der ich hier raus will. Das ist die Karte, mit der ich hier raus will. Oh mein Gott! Da hättet ihr mir jetzt wieder... Wärt ihr mir wieder ins Gesicht gesprungen, zurecht. So, coole Karte. Fantastisch. Okay, auf zu Mom. Ich hab vergessen, was das alles für Pillen waren. Wir werden mal hier anfangen. Ah, ich könnte sie einfach mit dem Fliegen holen. Aber ich will sowieso das Zeug hier ein bisschen sprengen, weil das cooles Zeug sein kann. Ne, darum geht's. Wenn ich nicht so dumm wie vorhin bin, dann sollte das mich auch nicht in die Luft jagen, komplett. Gut. Und das machen wir hier auch nochmal. Gut. Hämatemesis. Speeddown. Haben wir noch nicht gehabt. Speeddown. Oh, wow. Dann setzen wir doch mal Hammer noch nicht gehabt ein. Und hoffen auf was Cooles. Ja, okay. Muss ich mitleben. Das ist halt das Risiko, wenn man es macht. So, vielleicht kriegen wir noch die Plazenta. Die könnte nämlich hier drin sein. So. Zack, zack. Sprengen, weg. Schade. Keine Plazenta. Okay, war dumm. War dumm. Zum Glück habe ich mit ihm Wafer, wenn ich schon seine Herzen reduziere. Scheiße. Okay, schön Damage machen. Das ist mein Scheißernst. Das Ding ist halt, ich muss böse aufpassen, weil ich mit, So, hier, Münzen für dich. Ja, hol dir, gönn dir. Da. Weil ich mit Jakob halt nicht aufladen kann. So, wenn er seine Herzen verloren hat, sind sie weg. Das ist das Problem. Da muss ich böse aufpassen. Deswegen sollte Jakob sich nicht so oft treffen lassen jetzt im Moment. Das heißt im Moment. Er sollte sich einfach nicht so oft treffen lassen. Und sobald ich blaue Herzen und so weiter habe, muss ich die Jakob geben. Ganz wichtig. Weil Esso kann sich aufladen. Esso hat erstens rote Herzen. Einige. Und die Tatze immer noch. Das macht schon was aus. Okay, hier unten geht's weiter. Bisher ist es ein Weg, der immer weiter geht. Und das ist eigentlich ein relativ gutes Zeichen, dass man da zum Boss kommt. Daher bin ich da recht guter Dinge. Pille? Telepilz, nee, danke. Kannst du behalten. Aber danke für das Geschenk. Appreciate es. Ja, leider geht's jetzt hier dann doch nicht weiter. Macht aber nichts. Vielleicht gibt er mir ja trotzdem ein cooles... Eine weitere Pille, die wir nicht kennen. Es kann kein HP-Down mehr sein. Das Schlimmste wäre Bad Trip eigentlich. Alles andere, damit mit allem anderen kann ich leben. Mit allem anderen kann ich leben. Let's see what we get. Space muss ich drücken. Beat Shutdown, ja. Damit kann ich leben. Gibt Schlimmeres. Gibt deutlich Schlimmeres. So, aber dann war der komplette Weg hier für den Hintern. Nice. Dann geht's hier hoch. Hmm,
Nee, die hole ich mir jetzt nicht. Ich könnte sie mir mit Flug holen, aber ich weiß nicht, wie viele Räume noch kommen. Deswegen lasse ich es lieber, bevor ich Flug nicht mehr aufladen kann nachher. Könnte mir auch eine Bombe da reinkicken, aber nee, ganz ehrlich. Machen wir hier keinen Quatsch. So einen Quatsch fangen wir jetzt hier nicht an. Das Auge muss ganz schnell weg. Auge der Wahrheit. So. Okay, die Viecher müssen weg und dann ist das der Raum gewesen. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Okay, ich würde hier ganz gerne eine Sache probieren. Okay. Nützt mir jetzt im Moment nichts, aber gut zu wissen, dass es da ist. I guess. Oh, Vorsicht, der ist. Okay, wir sind aber beim Boss. Und das Gute ist, jetzt kann ich die Tränen einfach zu ihm kontrolliert steuern. Sehr schön. Gut, dann können wir jetzt noch zwei Geheimräume ausprobieren. Nix. Ach, das war ja gerade der Geheimraum, der geheime Geheimraum. Ja, okay. Dann einmal Herz, einmal Space und einmal raus. Moin. So, war nett mit dir. Ab in die Kathedrale. Emperor ist da, Death ist da. Da ba da bam ba bam bam. Nope. Kritischer Raum. Nicht treffen lassen. Nicht treffen lassen. Okay. Judgment, nice. Da können wir jetzt wieder unsere Münzen hergeben. Shift und Space. Vielleicht können wir wieder einen HP ab für Jakob ergattern. Jakob hat sein HP ab zurück und per Kano kann man auch direkt einsetzen. Sehr schön. Okay, guter Raum. Guter Raum. Weg mit dir, 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 weg mit dir. Mach ab. Okay. Weiter nach oben. Nee, da gehen wir nicht rein. Können wir behalten, den Quatsch hier. Stachelraum brauchen wir jetzt nicht. Okay. Der könnte nochmal ein HP bedeuten. Was ganz chill. Was ganz chillig wäre. Das Fiese ist halt, so eine Brimstone-Attacke trifft vor allem beide, ne? Das ist das Ding. Schade. Kein HP ab, aber blaues Herz. Jetzt würde ich fast sagen, kriegt es einmal. Nee, er kriegt noch genug blaue Herz, wenn er getroffen wird. Das ist für Jakob. Jakob braucht den Quatsch dringender. Okay. Jetzt könnten wir im Übrigen auch, wenn wir ein besseres Spacebar-Item noch finden sollten, das Ganze aufgeben. Oh, toll. Scheißraum. Könnten wir das auch aufgeben, das Spacebar-Item. Falls wir noch ein besseres finden sollten. Und wir bekommen ja in der Chest, bekommen wir ja 4 Items. Na, die darf man ja nicht vergessen, diese 4 Items, die wir da kriegen. Mach dich weg. Oh, das wär ein Treffer geworden. Der wäre gar nicht so cool gewesen. Weg, 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 weg. Gut. Pille kennen wir noch nicht. Es kann eigentlich nichts mehr Schlimmes sein. Wir haben schon fast alles Schlimme durch. Wie gesagt, es gibt noch Bad Trip oder sowas, aber.
Ja, gut, mit Paralysis kann ich auch arbeiten. So ist es nicht. Oh, okay. Jetzt kann man dann doch nochmal die Bibel einsetzen. Für sowas ist sie dann ganz gut. Muss nur aufpassen, dass Mr. Esso in der Ecke bleibt. Wow, eine Bombe. Chillige. Chillige Kiste. Oh Gott, okay. Was? Wer wurde getroffen? Wo ist er? Da. Einer noch. Jakob wurde getroffen. Übrigens, da ist ein halbes Herz weg, sehe ich gerade. Ah, Schilde weg, Schilde weg, Schilde weg. Schilde weg. Und dann du. Hör auf, hier blaue Kackfeuer zu machen. Außer die geben nachher blaue Herzen. Dann darfst du blaue Kackfeuer machen. Hör auf! Aber im Moment ist es, glaube ich, nicht so günstig. Okay. Gut, Steine sehen auch nicht spannend aus. Da oben ist noch so ein Stachelraum. Den würde ich nur theoretisch... Ja, wir könnten ein paar Totenköpfe sprengen. Das wollte ich jetzt tatsächlich nicht. Hanged Man. Ah, das war dumm. Das war richtig... Oh, jetzt würde ich ihm am liebsten das blaue Herz zurückgeben. Ich wollte ihn da nicht reinschieben. Okay, ich sollte sowas lassen. Ich wollte sowas lassen. Ich sollte sowas echt lassen. Also das war ja wieder komplett dämlich. Also das war ja wieder... Das war ja... Also... Kein Kommentar. Wir laufen bisher den kompletten Weg, aber das will ich doch gar nicht. Ich will doch einfach nur zum Boss. Nein, 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 nein. Zusammenbleiben. Das ist hier ein Raum, wo die sehr schnell getrennt werden. Da muss ich böse aufpassen. Nein, ich habe bewusst geguckt, dass der mit dem Schild vorne bleibt und dann trifft es trotzdem Jakob. Meine Herren, so. Steine. Nichts. Nichts. Gar nichts. In alle Richtungen geht's weiter. Oh nee. Die schießen einfach da in der Mitte rum. Komme ich da durch? Ich gucke kurz vorher mal die Steine mir an. Ob es irgendwo lohnt sich, einen zu sprengen. Nee. Aber der Weg müsste laufbar sein. Ja, easy. Gar kein Problem. Dafür gibt es noch einen Emperor, der nützt mir nichts. Zwei Emperor brauche ich dann auch nicht, so ist es nicht. Reicht, wenn wir uns einmal zum Boss sprengen können. Aber dann haben wir jetzt hier zumindest zwei Möglichkeiten, den Geheimraum frei zu sprengen. Beides war Fail. Wow. Okay, dann halt nicht. Ja gut, dann Isaac. Ich hoffe, wir kommen durch. Ich hoffe, wir kommen durch. Ich habe halt nicht so viel Schutz. Das ist ein Problem. Und jetzt nützt mir auch der Schild nichts von dem anderen Trinket, ne? Aber gut. Death will ich eigentlich erst bei Blue Baby einsetzen. Mal gucken, was geht. Mal gucken, was geht. Ich meine, wir machen ganz gut Schaden. Das muss man dazu sagen. Oh, pff. Das Problem ist halt echt so die Hitbox technisch. Ich muss böse aufpassen, dass wir zusammenbleiben. Nein! Nein!
Aber lieber ist mir Jakob im Moment wird getroffen. Noch. So, jetzt hier gut aufweichen. Geht das eigentlich zu zweit? Dass man da in diese Dinger reinkommen gehen kann? Scheint ganz gut zu zweit zu gehen. Nein, ach Mann, Jakob. Weil bei dem anderen wäre es halt schlimmer, getroffen zu werden. Weil der halt gleich ein ganzes Herz abgezogen bekommt. Ah, ich hatte Bedenken, dass das da oben schief läuft, aber es ging gut. Okay, solange sie schön zusammenbleiben, passt eigentlich alles. Da einfach nicht reinrennen, dann ist alles cool. Range ist nice. Range ist nice. Hier oben sind wir safe. Ja, die Range ist nice. Wir kommen von überall an ihn ran. Nein, da war noch ein Treffer. Ein unnötiger. Und der ging auch noch auf ISO. Das wollte ich nicht. So, aber das war's mit ihm. Das war's schon mal mit ihm. The Stairway haben wir freigeschaltet. Wir haben schon mal eine Freischaltung. Okay. So, vier Items. Vier Items. Bei Blue Baby. Und ich muss böse aufpassen. Mit Isso. Isso ist jetzt ein bisschen am Leiden. Okay, schauen wir mal, was Blue Baby mitbringt. Also die Chest. Ja, Stairway has appeared in the... Ach, das ist... Oh, das ist auch noch was appeared. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein... Das ist was anderes. Das ist jetzt kein Item, sondern das ist... Ja, irgendwas, was spielen... Irgendeine Spielmechanik. Okay, das ist dieses Ding mit dem Blitzeffekt. Das können wir mitnehmen. Wer das bekommt, ist eigentlich egal. Das soll mal er mitnehmen. Das braucht man nicht. Das sieht nach irgendwas Bombigem aus. Bevor ich es nehme, gucke ich lieber ganz fix einmal noch nach. Was das denn Bombiges ist. Sieht aber aus wie ein Item, was es schon lange gibt. Also nichts Neues. Ich kann halt trotzdem, ich kann mir halt die Kacke nicht merken. Es tut mir leid. Und ich sehe es wieder nicht. Ach komm, ey. Will ja nur auf Nummer sicher gehen. Wo sind diese Glasdinger? Welche Farbe würde ich denen denn geben? Wird immer nach Farbe sortiert. Das ist doch neu. Ich bin jetzt halt noch nicht zu Repentance hochgegangen. Aber scheinbar... Aber in Repentance... Das passt über... Was soll denn das sein? Bei Repentance sehe ich es auch nicht. Och komm, Junge, mach doch einfach mal deine blöden Augen auf. Du hältst wieder den ganzen Betrieb auf, weil du jetzt dieses Item nicht findest. Das ist dein Ernst. Das ist eine Kugel mit schwarzen Kugeln drin. Du wirst doch die Kugel finden. Gut. Ich nehme an, dass es irgendwas mit Bomben zu tun hat. Ich tippe jetzt mal Bomb ein bei Search. Vielleicht sehe ich das Ding dann besser. Ja, tatsächlich. Es ist bei Afterbirth dabei gewesen. Okay, es ist bei Afterbirth dabei gewesen. Und zwar macht es Folgendes. Plus 5 Bomben. Ah, das sorgt dafür, dass die Bomben in kleinere Bomben auf sich aufteilen. Ja, kann man mitnehmen, aber es ist jetzt eher nichts, was ich einsetzen würde. Aber ich nehme es auf jeden Fall mit, weil... hat man halt dabei dann. Oh, und das ist nochmal eine Tears-Up, ne? Die Sad Onion. Ich glaube, das ist ein starkes Tears-Up. Einfach plus 0,7 Tears-Up. Ja, nice. Wie sieht's aus? Wer hat im Moment die geringere Tears-Rate? Das ist relativ egal, wer es mitnimmt. Dann würde ich sagen, soll der mit dem höheren Damage mitnehmen. Und das ist ja... Genau. Ist so. Okay. So, da, bevor das schief geht,
setze ich jetzt gleich ein rotes Herz ein, dass wir ein paar Hits bei ISO haben, für den Fall der Fälle. Na, wie gesagt, ich will nicht, dass das schief geht. Deswegen jetzt einmal Q. So. Und ich kann ja jedes Mal, wenn die blauen Herzen sich, wenn die blauen Herzen zur Neige gehen, kann ich ja noch ein rotes Herz opfern. Ich will nur das erstmal jetzt nicht machen, weil dann fühlt es sich ein bisschen besser an. Okay, wir porten uns zum Boss. Wünscht mir Glück. Alter, schon wieder 2 Stunden. So, du kriegst erstmal Schaden. Das war ja richtig viel Schaden, den ich dir da gemacht habe. Mensch, sensationell. Ich meine, ich könnte auch jetzt alle roten Herzen wegmachen bei ihm, aber ne, es fühlt sich besser an, wenn ich die noch übrig habe, anstatt wenn ich das wirklich schon alles jetzt wegmache. Das ist irgendwie so eine psychologische Geschichte bei mir. Lasst mich einfach machen, ich weiß schon, was ich tue. Ich kann jederzeit Q drücken, so ist es nicht. Okay. Und der andere wird mit Wafer getroffen, der sollte eigentlich aushalten. Also der hat eigentlich ein paar Hits, die er aushalten kann. Das Gute ist auch, dass durch das er so ein paar kleine Gegner immer spawnt, ups, dass er so ein paar Gegner spawnt, kriegt der andere sein Schild ja. Was ganz gut ist. Nein, 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 nein. Schön zusammenbleiben. Ja, sieht gut aus. Ich denke, wir können durchtanken. Nice. Huh, Birthright. Okay, Birthright. Birthright. Was auch immer das ist. Ich denke, wir kriegen kein neues Dings, auch wenn wir es jetzt mit einem neuen Charakter abgeschlossen haben. Es dürfte das gleiche sein wie sonst auch, oder? Ich weiß nur nicht mehr, wie es aussah, dieses Ende von der Chest. Tatsächlich, leider weiß ich es schon nicht mehr. Ja, wir gucken es uns nochmal an. Ich stehe schon 2 Stunden hier im Game. So lange wollte ich überhaupt nicht. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Es ist wieder ein Part und der geht einfach 2 Stunden. Ich muss schneller werden, ey. Das nimmt mir so viel Zeit. Auch das wieder has appeared in the basement. Ich glaube, das sind doch Items, oder? Ich glaube, das sind doch Items. Ich glaube, das sind doch Items und ich habe das nur falsch interpretiert. Na, wenn was im Basement appeared, ich glaube, das heißt einfach, das kann dann im Itemraum abgeholt werden oder sowas in der Art. I don't know. Wir können ja mal gucken, wie es bei den anderen Sachen war. Wenn da irgendein Item aufgetaucht ist. Ob es dann auch hieß, dieses Item ist im Basement aufgetaucht. Ja, a quarter has appeared in the basement. Fetus and Char has appeared in the basement. Okay, alles klar. Dann ist nur, wie gesagt, diese Tür hier. Das ist was anderes. Has appeared in the depths. Aber vielleicht ist es auch sogar die Tür, die wir gesehen haben. Und ich dachte halt, es ist die andere Tür. Ich dachte, das ist die Tür ins Mausoleum. Die sah schon ein bisschen so aus. Wenn wir mal ehrlich sind. Die sah schon ein bisschen so aus. Die sah eigentlich nicht so aus wie diese andere Herzenstür da. Naja, ich würde es beim nächsten Mal ausprobieren. Nächstes Mal werde ich mir einfach wieder Azazel schnappen. Und einen One versuchen. Und dann hoffen, dass wir irgendwas sehen, was neu ist. Weil mit Azazel habe ich jetzt ja auch Mother schon besiegt. Vielleicht muss ich mit Azazel jetzt in die Devs und vielleicht ist dann da diese Tür. Wäre eine Überlegung, ich weiß es nicht. Das ist das Ding. Ich habe keine Ahnung. Na, aber hier, genau. Wenn Items auftauchen, heißt es einfach Hesipit in the Basement. Okay, alles gut. Da ist der Dings, den ich gerade die ganze Zeit genutzt habe, Siegel of Bethelmaid. Den haben wir bekommen, als wir Bloody Mary abgeschlossen haben. Da haben wir die Challenges freigeschaltet. Ich verstehe nicht, wie das sortiert ist und dass man das nicht einfach sortieren kann, so nach Challenge-Unlocks, Spiel-Unlocks, Item-Unlocks, solche Sachen. Das wäre halt so viel praktischer. Das wäre so viel praktischer, weil ich wollte jetzt nochmal gucken, wie diese andere Tür aussah.
Aber das finde ich niemals. Das Birthright has appeared in the basement. Da ist dieses Ding. Und da ist die Stairway. Okay, das heißt, es ist hier sortiert nach Unlocks, die jetzt, die es von Dings gibt. So locket. Ja, aber dann keine Ahnung, wie man dann an die anderen. Unlock Wisp Baby. Ash Pit und nicht Ash Pit. Das war es damals komplett. Gibt's die Tür nochmal irgendwo? A Secret Exit. Das ist die mit dem Schlüssel, aber die anderen gibt's dann. Die anderen zeigt's dann gar nicht an, wahrscheinlich, oder? Das ist wahrscheinlich ein Gegenstand, also eine Einzeige für die ganzen neun Exits. Ja, wahrscheinlich ist es so. Na, ja, dann nützt mir das jetzt hier alles nichts. Nee, da haben wir vor Gott einen Unlock. Das ist alt. Okay. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.